Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Fallout 4 und willkommen auf dem Mist. Auf der Spectacle Island Insel. Doppelt gemobbt. Ihr seht, ich habe ein bisschen was gebaut. Ein bisschen was ist gut. Habe mich ein bisschen ausgetobt, besser gesagt. Da vorne auf jeden Fall mal richtig schön viel Wasserproduktion gestartet. 206 Wasser kriegen wir insgesamt. Da vorne den Bootssteg, den wollte ich halt unbedingt lassen, quasi so als Immersive, dass da die Leute anlegen, Karawanen kommen und dann hier rein. Dann habe ich hier einen Karawanen-Unterschlupf hingepflanzt. Die Mauern sind halt manchmal teils nicht setzbar gewesen, deswegen sieht das hier alles so ein bisschen kreuz und quer aus, aber es passt, es hätte ich. Hier dann einen Mutterbären gepflanzt, die abgeerntet werden können von Siedlern, die hoffentlich bald mal erscheinen. Dann haben wir hier den Empfänger, da überall ein bisschen Verteidigung. Den Mörser habt ihr ja gesehen. Und dann habe ich hier drüben das Haus, weil es einfach komplett im Arsch ist, benutzt, um ein bisschen generatorenmäßig was da reinzustopfen. So, und um genau diese Dinge wieder zu verteidigen, gibt es hier rundherum eine Mauer, die ich gezogen habe. Ebenfalls wieder mit Verteidigungsstellungen. Die Brücke zeige ich euch gleich. Und dann kann man hier auch rein. Und zwar, wir haben schön begrüßt von Turrets, haben wir hier die Schlafkajüte. Genauso wie hier vorne. Und dann geht's in den Händlerbereich. Und zwar habe ich mir gedacht, das Ganze kann man doch schön hier verbinden. Machen wir das zu. Und dann habe ich hier so eine komplette Riege an Händlern. Kann einkaufen, wenn ich will, etc. pp. So, dann gehen wir mal hier durch. Und zwar habe ich dann hier das alte Ding benutzt. Ab Moment, hier noch das Gewächshaus. Jedenfalls Generatoren reingestellt, weil da kannst du ja leider keine Pflanzen pflanzen. Und hier drin, das ist meine Werkstatt mit den benötigten Werkbänken eben. Essen gibt es dann da drüben, da können sie sich dann noch vom Wasserhahn was ziehen, Wasser brauchen. Und dann wär's das schon mit dem Teil. So, kommen wir zur Brücke. Das fand ich nämlich ehrlich gesagt ganz nice. Bis auf die Tatsache, dass die Stelzen nicht bis unten hingehen. Und die Verbrückung, naja, teils nicht so ganz funktioniert. Dementsprechend habe ich mir da ausgeholfen mit den Leitern. So, dann geht's nämlich da drüben hin. Dort ist, sag mal, sind die Bäume jetzt nachgespawnt? Willst du mich gerade verarschen? Die habe ich weggemacht. What? Okay. Geht darum, dass ich mir einen Pfad anlegen wollte, den man oberirdisch schnell benutzen kann, um von Punkt A nach B zu kommen. Gelinde gesagt, da hinten könnte man von der Seite drauf springen, aber naja, es erfüllt seinen Zweck, würde ich behaupten. Und führt uns direkt hier vorne hin zu dem kleinen Unterschlupf, den ich eingerichtet habe und befestigt. Mit Schlafplatz. Und ja, da fehlt irgendwie noch Energie. Um eben hier diesen Unterbrecher für die Meyerlurks starten zu können. Beziehungsweise sich darum zu kümmern. Ganze mit dem Häuschen, bisschen eingerichtet. Und hier die Möglichkeit, halt drüber zu schießen, sich umzugucken. Eine Bank, wenn man sich setzen will. Und dann. Ah ne, die Bäume sind auf einmal verschwunden. Super, super. Nachladezeit von dem Lot, egal. Dann habe ich hier statt Bäume jetzt die Stromleiter hingebastelt, weil ich alle Bäume halt abgeholzt habe. Und die führen uns da hinten zum Schiff. Das Schiff, der Generator hatte 20 Energie. Da habe ich jetzt nur mal 4 von abgezwackt. Und 5 nimmt dieses Mylurk-Ding da. Und ja, das habe ich dann mal gedacht, das muss so ein bisschen verteidigt werden. Das sollte ja nicht kaputt gehen. Machen wir die Klappe mal noch zu. Und ja, deswegen ein bisschen Verteidigungsanlagen reingepackt. Und dann sollte da auch kein Mylurk lange überleben. Es gibt nichts Besseres, als im Einsatz zu sein. So, jetzt habt ihr es gesehen. Das ist das, was ich bisher bei Spectacle Island gebaut habe. Und jetzt kommt eine große Überraschung. Ich habe noch über die Hälfte Möglichkeiten, was zu bauen. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen kann. Hat jemand von euch irgendwelche Vorschläge oder Ideen, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ich guck mal, vielleicht baue ich dann sogar was, was vorgeschlagen wurde. Oder versuche es zumindest umzusetzen. Gut, dann lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen weitermachen. Währenddessen bin ich noch 2 Level abgestiegen. Und habe mir schon überlegt, in was ich es investieren möchte. Und zwar habe ich zwar angefangen mit groß und schwer. Das machen wir auch danach weiter, nach oben. Allerdings würde ich sagen, den Action Boy sollte ich mir mitnehmen. Da ich ja zum Beispiel mit dem Jetpack immer viel rumrennen etc., wäre es doch schön, wenn ich insgesamt eine 50%
ja, schnellere Regeneration meiner Aktionspunkte ebenfalls besäße. Dementsprechend, zack, der Action Boy ist voll. Mit Brille natürlich. Wie viel das hilft. Ja, es läuft, bevor ich überhaupt lande. Fängt es schon an. Das ist doch schon mal gut. Okay. Und dann wollen wir weiter erkunden. Und zwar... jetzt muss ich gerade überlegen, wo waren wir noch nicht? Da waren wir noch nicht. Vom Sendeturm aus dann. Apropos, gab es bei dem Sendeturm nicht noch einen Notruf? Remember, remember. Ja, ich glaube schon. Oh oh. Genau das liebe ich an diesem Job. Man weiß nie, was man findet. Elende Maulwurfskratten. Lebe die Bruderschaft. So, fahren wir das Ding nochmal hoch. Es ist mir aus unerfindlichen Gründen mal wieder runtergefahren. Kann direkt im Radio nachgucken. Radio-Notsignal ist drinne. Wobei, es könnte natürlich auch das Radio-Notsignal von Big Johns Schrottplatz sein. Da war ja mal was. Ja, das könnte sein. Dann wäre es relativ unwichtig. So, wir gehen nochmal hier rüber. Funk, Nachricht der Familie Miller. Es könnte aber eher das gewesen sein. Richtig, es hat nichts miteinander zu tun. Sehr gut. So ein Signal mal weiter verfolgen und dabei hier das mal abklappern. Fair Lane Hill Estate. Lass deine Waffen am besten in Sicherheit. Ich verstehe sie nicht ganz. Die Arme, tut mir leid, sie ist verdurstet. Schmuckabteilung, das heißt, wir müssen uns nach einem Laden umgucken. Okay. Lass deine Waffen am besten in Sicherheit. Frage ist jetzt, wo diese Schmuckabteilung ist. Ich mach's jetzt mal kurz aus. Ich glaube, es geht um das Ding hier unten. Weil dort, wo wir jetzt gerade sind, das ist eher so eine Art kleine Wohnsiedlung. Das dürfte kein Laden sein. Oh, mit Powerrüstung. Aufstellung. So, da oben Kühler. Das nehme ich ja doch wieder alles mit. Die Gier ist einfach zu groß. So, dann haben wir hier ein relativ verbarrikadiertes Haus. Hat anscheinend nicht viel geholfen. Yep.
Booya, Baby. Lass deine Waffen am besten entsichert. Was für ein schrecklicher Geruch. Hat sich einer aber gewaltig verbarrikadiert. Aber Vorsicht, die Befestigung hat ihren Grund. Ja, den Grund haben wir schon ausgelöscht. Also der hatte es drauf, der Junge. Coole Sache. So, ja, jetzt muss ich halt die Schmuckabteilung finden. Ob das Gebäude vielleicht überhaupt nicht mehr steht, das könnte natürlich auch sein, dass es auf der Karte gar nicht markiert ist. Ich mach's jetzt nochmal an. Und rennen. Ich geh mal in die Richtung. Ja, wir sind richtig. Muss dann hier unten in der kleinen City sein, irgendwo. Haben wir jetzt erstmal das Riesenparkhaus. Direkt neben dem Krankenhaus. General Krankenhaus. Und das da ist der Parkplatz. Richtig schön zugemacht. Oh, scheiße. Oh, fuck. Ja, da haben wir eine nukleare Katastrophe heraufbeschworen. Dammit. Das wollte ich eigentlich nicht. Der Primus. Ach du Kack. Kriegt ja heftig auf die Nuss. Ich erinnere mich, wie wir da mal einen gekillt haben auf dem Schrottplatz auf der anderen Seite. Der war heftig. Ach Gott. Okay. Alles noch dran. Holy moly, mein Lieber. Das ist absolut die Munition nicht wert. Vorsicht, ein Menschenkopf. Beleuchtung ist unterhalb der minimalen Sicherheitsstufe. Okay, das hier ist cool gemacht. Das ist wie so ein Serienkiller-Raum. Aber richtig. Was willst du mit diesem Müll? Oh ja, das ist wie so ein Serienkiller. Das hat Stil. Eins, zwei, drei, vier. Dieser Ort wurde bei vielen Personen Furcht erzeugt. Zum Glück verändert meine Ausbildung. Halt, was war das? Ja, würde bei vielen Leuten Furcht auslösen, ist klar. Bei dir nicht, ne? Scheint ist das da vorne jetzt so ein Knopfrätsel, wie ich überhaupt weiterkomme. Das ist cool. Da hat sich jemand was einfallen lassen.